Hallo, herzlich willkommen bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Unsterblich sein, das ist ein alter Menschheitstraum. Niemals Abschied nehmen zu müssen, einen geliebten Menschen immer um sich haben, davon haben Sie vielleicht auch schon mal geträumt. Bisher schien dieser Traum aber niemals Realität zu werden. Doch die digitale Welt und die KI, die künstliche Intelligenz, die könnten es möglich machen, dass wir Menschen als digitale Avatare auch nach unserem Tod weiter existieren. Vielleicht haben Sie schon von ChatGPT gehört, eine Anwendung, der ich befehlen könnte, erschaff mir aus meinen digitalen Daten, die ich im Laufe meines Lebens hinterlassen habe, aus Videoaufnahmen, aus Audiodateien, ein digitales Abbild von mir selbst, das nach meinem körperlichen Tod dann weiterlebt. Ist das wünschenswert? Ist das erstrebenswert? Oder ist das doch eher eine Horrorvorstellung? Darüber wollen wir in der nächsten halben Stunde sprechen mit Matthias Meitzler von der Universität Tübingen. Matthias Meitzler hat Soziologie, Geschichte und Psychoanalyse studiert. Er ist Mitherausgeber des Jahrbuchs für Tod und Gesellschaft. Und er hat in den letzten Jahren an einem Projekt in Tübingen mitgearbeitet mit dem Titel Ethik, Recht und Sicherheit des digitalen Weiterlebens, EDILIFE. Digital weiterleben, Herr Meitzler, ist das tatsächlich schon Realität im Jahre 2024? Ja, es kommt darauf an, was man unter digitalem Weiterleben versteht. Es gibt schon relativ simple Anwendungen und Plattformen und Profile, wo Verstorbene schlichtweg abgebildet werden in Form von Fotos, Videos und Texten, also Profile, auf die man draufklicken kann, die man sich anschauen kann. Das gibt es schon relativ lange. Das sind dann sogenannte virtuelle Friedhöfe, so nennt man das auch. Es gibt aber auch mittlerweile schon Ideen, das noch ein bisschen, ich sag mal, interaktiver zu machen und mit KI anzureichern. Und da hat man dann einfach nicht nur ein Profil, das man sich anschaut, passiv am Bildschirm, sondern man hat dann ein digitales Gegenüber, mit dem man sich auch unterhalten kann. Und diese Entwicklung ist noch relativ am Anfang. Da wird es wohl auch noch ein bisschen dauern, bis das wirklich Realität wird. Aber es gab ja zum Beispiel in England schon eine ältere Frau, die ist vor ihrem Tod dann interviewt worden und dann ist sie bei ihrer eigenen Beerdigung nochmal aufgetreten sozusagen und konnte von den Angehörigen befragt werden. Ja, das gibt es schon. Hier muss man aber sagen, hier sind Originalaufzeichnungen verwendet worden. Also da hat jetzt keine KI neue Sätze kreiert, sondern diese Frau wurde vor ihrem Tod sehr ausführlich interviewt, wurde von mehreren Kameras aus verschiedenen Perspektiven gefilmt und dann hat man das authentische Material genommen, das dann, da haben dann die Trauergäste haben dann Fragen stellen können, wurde aber dieses Material unverändert abgespielt. Das ist nochmal was anderes als jetzt diese Formen von generativer KI, wo nicht einfach Originalmaterial unverändert abgespielt wird, sondern wo wirklich neuer Output generiert wird. Nun ist ja nichts Ungewöhnliches, dass wir uns an Verstorbene erinnern. Also früher hat man Totenmasken genommen von den Gesichtern von Verstorbenen. Heute sind es vielleicht Kleidungsstücke von Verstorbenen oder das Lieblingskuscheltier vielleicht von einem Kind, das verstorben ist, was man aufhebt, mit dem man dann Erinnerungen verbindet. Hat sich da durch das Internet einiges geändert in den letzten Jahrzehnten? Das kann man schon sagen. Das Internet hat einige Entwicklungen intensiviert, die es aber auch vorher schon gab. Beispielsweise, dass Trauer und Örtlichkeit, Räumlichkeit und Körperlichkeit, dass das voneinander entkoppelt wird. Ich spreche hier von Delokalisierung. Das heißt, dass Menschen nicht mehr nur an feste Orte gehen, um zu trauern, wie beispielsweise das klassische Friedhofsgrab. Das gibt es natürlich auch. Das wird auch nach wie vor in Anspruch genommen. Aber es gibt mittlerweile einfach viel mehr Möglichkeiten. Ich muss eben nicht mehr an einen bestimmten Ort gehen, sondern ich kann im Prinzip durch das Internet überall dort trauern, wo WLAN empfangen ist letzten Endes. Das kommt natürlich einer Gesellschaft, die sehr stark durch Mobilität geprägt ist, entgegen. Wir haben mal zwei Beispiele von solchen virtuellen Friedhöfen oder Gedenkseiten auch im Internet ausgesucht. Straße der Besten nennt sich diese Seite hier. Das sieht noch relativ handgemacht aus, würde ich mal sagen. Bewahrt aber doch eine Erinnerung in Wort und Bild und manchmal auch Ton an einen lieben Menschen und erfüllt also auch Bedürfnisse, die ja wohl da sind, oder? Das kann man sagen. Also es gibt zumindest Menschen, die dort ihre Bedürfnisse erfüllt sehen, für die das auch eine ganz, ganz wichtige Adresse ist, wenn es darum geht, Trauer zu verarbeiten, wenn es darum geht, sich mit einem zu Ende gegangenen Leben auseinanderzusetzen. Da gibt es Menschen, die das ganz, ganz intensiv nutzen. Man muss aber auch dazu sagen, es ist sehr individuell. Also es gibt auch NutzerInnen, die das einmal verwenden, die das sich da so ein Profil erstellen oder so ein digitales Grab anlegen und die dann auch nie wieder draufgehen, weil sie gemerkt haben, das ist letzten Endes doch nichts für mich. Und dann gibt es Menschen, die das erst gar nicht in Anspruch nehmen. Also hier gibt es durchaus ein Bedürfnis, aber dieses Bedürfnis ist unterschiedlich groß, kann man sagen.
Und jetzt gibt es eine neue Form, eine regelrechte Industrie, nennt sich Digital Afterlife Industry, also digitale Nachleben oder nach dem Leben Industrie. Was macht die nun? Ja, da geht es dann tatsächlich darum, dass man Verstorbene simuliert und nicht einfach nur fotografisch abbildet, sondern dass man mit der digitalen Repräsentation dieses Menschen dann in einen Dialog treten kann und diese Simulation versucht, die verstorbene Person tatsächlich so wiederzugeben, wie sie war. Also dieser Avatar, wie man es vielleicht nennen könnte, der spricht dann auch wirklich im Stile der verstorbenen Person. Also er sagt dann quasi Dinge, die dieser Mensch gesagt haben könnte, wenn er noch am Leben wäre. Also nicht unbedingt hat. Nicht unbedingt hat. Aha. Geben Sie uns mal ein paar Beispiele dafür, für solche digitale Avatare. Also ich denke da als erstes so an so digitale Zeitzeugen, an Hologramme. Ist ja immer das Problem bei den Zeitzeugen, zum Beispiel der NS-Zeit. Die werden alle älter und sterben viele natürlich jetzt. Langsam haben wir keine Zeitzeugen mehr. Und dann gibt es so Programme, dass man die auch filmt und dann so Hologramme erstellt. Ne? Ja, also man muss hier einmal unterscheiden zwischen der privaten Nutzung und auch wirklich Privatpersonen als Avatare und der öffentlichen Erinnerungskultur. Sie haben jetzt schon die digitalen Zeitzeuginnen angesprochen. Das gibt es mittlerweile, dass Menschen, die beispielsweise eben den Holocaust überlebt haben, dass die dann virtuell repräsentiert wird, dass man dann auch in ein Museum gehen kann, dass man Fragen stellt und dann auch Antworten bekommt, passend zu der Frage. Es gibt aber auch entsprechende Beispiele aus dem Unterhaltungssektor, also quasi aus der Welt des Films, dass verstorbene SchauspielerInnen dann digital gedoubelt werden sozusagen. Das hat man schon längst. Oder denken Sie auch an den Musikbereich, dass dann verstorbene Musiker plötzlich wieder Lieder machen und ein Lied singen. Dass sie haben wir jetzt bei den Beatles noch. Das hat man bei den Beatles beispielsweise. Da ist dann auch der längst verstorbene John Lennon wieder mit dabei. Also da gibt es unterschiedliche Anwendungsbereiche bis hin in den politischen Bereich, dass dann der verstorbene US-Präsident John F. Kennedy war es, genau, ich muss gerade überlegen, es gab ja schon ein paar in der Vergangenheit, John F. Kennedy war es, dass der dann quasi die Rede hält, die er am Tag seiner Ermordung gehalten hätte, aber nicht mehr halten konnte, dass man anhand von KI dann diese Rede simulieren kann. Also sowas gibt es schon. Also da sieht man, dass dieses Thema Digital Afterlife sehr, sehr viele Facetten hat. Und Sie haben auch schon berichtet von einem Mädchen, von einer Geschichte aus Südkorea, die ich also doch irgendwo gruselig finde auch. Da ist also ein kleines Mädchen gewesen, das ist mit 7 Jahren, glaube ich, gestorben. Und die Familie hat dann darum gebeten, dass man, bevor das Kind, es war schwer erkrankt, todkrank, dass man es vorher filmt und aufnimmt. Und man hat dann daraus ein 3D-Bild erschaffen, also ein Mädchen, das sich wirklich so aussieht und sich so bewegt hat. Und die Mutter hat dann so eine VR-Brille, Virtual Reality-Brille aufgehabt und ist diesem Kind begegnet. Ja. Also ist das ja schon ein bisschen gruselig, oder? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man diese Technologie versteht und wie man sie nutzt und was man von dieser Technik auch erwartet. Also geht es jetzt wirklich darum, dass da jemand Verstorbenes wieder aufersteht und dann wieder mit dabei ist, auf einen längeren Zeitraum gedacht? Oder geht es hier nicht vielmehr um eine einmalige Situation, um ein einmaliges Erlebnis? In dem Fall, den Sie gerade referiert haben, war es tatsächlich so, da ging es darum, sich noch mal zu verabschieden von diesem Mädchen, das eine sehr schwere Erkrankung hatte und auch entsprechend gezeichnet war von dieser Erkrankung an ihren letzten Tagen. Und die Mutter, die dann eben dieses Experiment in Anführungszeichen gemacht hat, wurde danach auch interviewt und sie hat gesagt, es hat ihr geholfen. Es hat ihr geholfen, diese ja doch nicht so schönen Anblicke, die es da gab, am Schluss sozusagen zu überschreiben, umzuwandeln in etwas Schönes. Und da ging es dann nicht so sehr darum, jetzt wirklich jemanden wieder dauerhaft zum Leben zu erwecken, sondern sich einfach noch mal zu verabschieden, vielleicht noch ein paar letzte Dinge loszuwerden, um einen versöhnlichen Abschluss zu finden. Das wäre ja auch ein Weg, wie man mit diesem Thema und mit dieser Technologie umgehen könnte. Nun gibt es einen Slogan aus der Digital Afterlife Industry, der heißt zum Beispiel Never have to say goodbye. Man muss sich also niemals endgültig verabschieden. Was kann das bedeuten, wenn man sich niemals endgültig verabschiedet? Ja, das ist zumindest die Marketing-Rhetorik entsprechender Anbieter. Also die Message ist ja letzten Endes immer die, dass der
Tod bzw. das Ende der physischen Existenz nicht das Ende der Beziehung sein muss. Diesen Gedanken, den gibt es auch in der zeitgenössischen Trauerforschung. Es gibt das sogenannte Konzept von Continuing Bonds, also eine Verbindung, die über eine gewisse Kontinuität bestehen bleibt. Ich muss mich gar nicht von diesem Menschen lösen. Ich muss ihn nicht von mir lassen, sondern ich kann die Beziehung fortsetzen, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Also ich akzeptiere durchaus, dass dieser Mensch nicht mehr da ist, aber die Beziehung hält an, eben unter veränderten Bedingungen. Und diesen Gedanken greift die Digital Afterlife Industry sozusagen auf, zu sagen, der Tod muss nicht das Ende sein. Aber kann ich meinen Trauerprozess auch wirklich abschließen, wenn der geliebte Mensch dann doch irgendwie anders weiterlebt? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Man kann sich natürlich auch fragen, ist Trauer etwas, das zwingend zum Abschluss kommen muss? Also geht es wirklich darum, das in kurzer Zeit irgendwie hinter sich zu bringen? Oder ist Trauer nicht vielmehr etwas, das sich verwandelt im Laufe der Zeit? Das ist ja auch nicht meistens kein linearer Prozess, sondern der hat ja viele Wendungen. Da gibt es ja viele Entwicklungen, mal in die eine Richtung, mal in die andere. Das ist ja auch was sehr, sehr Individuelles. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen. Da mag es Menschen geben, die gerade dadurch, durch so eine Anwendung, ihre Trauer bearbeiten können. Es mag aber auch andere Fälle geben, wo das eher, ich sag mal, die Verlustbewältigung erschwert, anstatt sie zu erleichtern. Ja, weil man ja nicht akzeptieren muss, dass der wirklich weg ist. Weil wenn er immer noch mit mir redet, mit derselben Stimme, dann ja, kann das ja vielleicht sogar süchtig machen oder wie? Ja, das ist etwas, das ich sehr, sehr häufig höre, wenn ich mit Menschen über dieses Thema spreche, dass da so eine Art Sucht entsteht, dass Trauernde da auch in so eine Parallelwelt abdriften und sich quasi was vorgaukeln lassen, was ja in Wahrheit gar nicht ist. Da wird auch oft gesagt, dass Trauer eben genau das voraussetzt. Man muss erstmal diesen Tod akzeptieren und realisieren, dass dieser Mensch einfach nicht mehr da ist und auch nicht mehr kommt. Und so ein Avatar würde ja im Prinzip genau das Gegenteil machen. Er würde einem eben eine lebendige simulieren, die es nicht gibt. Aber auch hier würde ich sagen, gibt es sehr unterschiedliche Varianten, ganz einfach damit umzugehen. Also ich frage mich, ist nicht beides möglich? Also kann ich nicht diesen Verlust realisieren und sagen, okay, dieser Mensch ist tot, das muss ich akzeptieren, gleichzeitig aber auch entsprechende Anwendungen für mich benutzen, um eben sich mit diesem Leben nochmal auseinanderzusetzen, um vielleicht einen Menschen auch nochmal kennenzulernen auf eine andere Art und Weise. Also denken Sie beispielsweise daran, da ist jetzt jemand aus der Familie sehr jung gestorben, hat vielleicht kleine Kinder, die haben ihn nie wirklich kennengelernt oder haben sie nie wirklich kennengelernt. Und dann haben die im Laufe der Zeit nochmal eine Möglichkeit, diesen Menschen auf diese Art und Weise dialogisch kennenzulernen. Für den einen oder anderen mag das ja auch ein persönlicher Gedanke sein. Aber so ein Avatar kann ja dann auch ein Eigenleben entwickeln, oder? Wer entscheidet dann auch, wie es mit dem Avatar weitergeht? Oder hat der auch ein Recht, weiterzuleben und ewig weiterzuleben? Ja, das sind sehr berechtigte Fragen, mit denen ich mich auch auseinandergesetzt habe. Also ob der jetzt ein Eigenleben entwickeln kann, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man den programmiert. Also man kann, rein technisch gesehen, so ein Avatar tatsächlich so programmieren, dass der sich auch weiterentwickelt. Dass der vielleicht auch irgendwann mal Dinge sagt, die der Verstorbene jetzt nicht vertreten hätte. Mhm. Das kann natürlich auch in eine schwer kontrollierbare Richtung gehen. Ja, schwierig werden, ne, wenn der plötzlich anfängt, über die Hinterbliebenen zu lästern, ja, oder Dinge sagt, genau, die man nicht gerne hören möchte. Oder auch Unwahrheiten zu verbreiten. Ja, ja. Woher weiß ich denn am Ende, ob das jetzt stimmt oder nicht? Ja. Wird auch oft die Sorge geäußert, dass das die eigenen Erinnerungen überschreiben könnte. Und damit tun sich eben viele Menschen schwer. Sie sagen dann eben, meine Erinnerungen gehören mir. Ich möchte die Autonomie darüber behalten und nicht verlieren. Und die Frage nach den Daten, die Sie angesprochen haben, ist eben auch ganz, ganz wichtig. Wer entscheidet das eigentlich? Ist das die verstorbene Person zu Lebzeiten, die ganz genau sagt, diese Daten bitte verwenden, diese Daten aus guten Gründen vielleicht nicht verwenden? Oder sind das die Angehörigen, die das entscheiden? Oder ist es nicht am Ende doch das Unternehmen, das hinter dem ganzen Dienst steht, das eben auch nochmal ganz eigene Interessen hat, nämlich ökonomische Interessen? Also je nachdem, wer da die Hoheit über die Daten hat, kann sich dieser Avatar wirklich in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und so ein digitaler Zwilling könnte ja dann auch zum Beispiel sagen, okay, ich bräuchte mal ein neues Hemd oder so, kauf doch mal das und das Produkt oder kauf doch mal das und das Hemd. Also wirtschaftliche Interessen können ja da auch eine Rolle spielen, oder? Ja, es gibt da immer so ganz lustige Beispiele, dass dann die verstorbene Großmutter beispielsweise zu ihrer Enkelin sagt, hier würde dir dieses T-Shirt beispielsweise nicht gut stehen, guck mal da unter dem Link, kannst du es bestellen. Das sind natürlich jetzt sehr plakative Beispiele, aber die Grundidee oder die Grundsorge, die dadurch transportiert wird, die ist natürlich auch berechtigt. Das kann ja auch wesentlich subtiler sein, dass man Nutzende da schon in gewisser Weise manipuliert oder dass man bestimmte Dinge suggeriert, dass man eben auch diese
diese Verlustsituation, die ja auch sehr, sehr verletzlich ist. Ne? Also Trauernde sind ja in einer sehr vulnerablen Situation, dass man die auch ausnutzt, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Also das sind Sorgen, die geäußert werden. Das muss man natürlich mit berücksichtigen, wenn man sich mit solchen Diensten auseinandersetzt. Und da ist in der Tat noch manches zu tun und zu überlegen im Vorfeld. Woher kommen denn überhaupt die Daten für so einen digitalen Zwilling? Also ich meine, ja, einfach mal das Facebook-Profil plündern oder wo kommen die Daten her? Zum Beispiel, also es können ganz unterschiedliche Datenquellen sein. Das können Social-Media-Profile sein, das können aber auch E-Mails sein, das können ganze Messenger-Textverläufe sein, das können Briefe sein, die man digitalisiert, das können Audioaufnahmen sein, Videoaufnahmen, also alles, was ein Mensch zu Lebzeiten hinterlässt und das sich in irgendeiner Weise digital abbilden lässt, könnte man als Datengrundlage verwenden. Das heißt, ich könnte auch persönlich schon quasi mein Leben digitalisieren, was ja viele auch inzwischen schon machen, ja, indem sie halt jeden Tag so und so viele Fotos auf, was weiß ich, Instagram stellen oder so. Dann ist ja schon mal ein Riesendatensatz schon mal da. Und erst durch die künstliche Intelligenz ist auch die Möglichkeit, so viel Daten zu verarbeiten, oder? Also vor 20 Jahren hätte man das wahrscheinlich noch nicht gekonnt. Das stimmt. Das ist ja letzten Endes eine große Voraussetzung für diese Avatare, dass man eben eine große, große Menge an Daten hat. Man braucht wirklich noch sehr viele Daten. Da gibt es jetzt Menschen, die haben schon sehr viele Daten hinterlassen, weil sie viel digital unterwegs sind. Es gibt aber auch Menschen, die sind nicht so viel digital unterwegs, vielleicht auch absichtlich nicht, um eben nicht so viel Daten zu hinterlassen. Da wird es dann schwerer mit so einem Avatar. Und je nachdem gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Also die Chancen auf das digitale Weiterleben sind ungleich verteilt. Es hängt wirklich davon ab, welche Daten und wie viele Daten man hinterlassen hat. Man könnte sich auch vorstellen, dass jemand Interesse hat, was weiß ich, Adolf Hitler als digitalen Zwilling wieder auferstehen zu lassen. Was macht man denn dann? Dann haben wir Adolf Hitler als digitalen Zwilling. Also das ist rein technisch gesehen möglich. Auch hier gibt es genügend Daten. Das ist aber auch eine spannende Sache. Also die Frage an sich, die dahinter steht, ist ja nicht nur, wer kann denn ins digitale Jenseits, wenn man das so nennen will, aufsteigen, sondern auch, wer darf. Also herrscht da vollkommene Meinungsfreiheit? Also es muss ja nicht gleich Hitler sein. Es könnten ja auch schlichtweg einfach demokratiefeindliche Ansichten sein. Was ist mit Menschen, die diese Ansichten vertreten, die sagen, ich möchte möglichst authentisch digital weiterleben und das gehört eben dazu, das sind meine Positionen. Wer will darüber entscheiden? Also wer ist quasi der Gatekeeper, der Türsteher, der dann sagt, okay, also das darf dann digital fortbestehen und das nicht. Also da ist sehr, sehr wenig geregelt, aber genau das sind die ethischen Dimensionen, die Sie da ansprechen. Sie haben ja in diesem Projekt EDILIFE an der Uni Tübingen auch Interviews geführt und sich länger damit beschäftigt und Sie werden ja jetzt auch Empfehlungen vielleicht aussprechen, was da kommen kann. Und Sie haben auch mit vielen Menschen gesprochen, also mit Geistlichen, Psychologen, Trauerbegleiterinnen oder Bestattern auch, Menschen auch aus verschiedenen Religionen. Wie äußern die sich zum digitalen Weiterleben? Überwiegend skeptisch. Und da werden auch häufig Aspekte genannt, die wir jetzt auch schon angesprochen haben. Also ist das jetzt was Gutes für den Trauerprozess oder kann man überhaupt trauern? Wie ist das mit der Ökonomisierung? Was ist, wenn da ein privatwirtschaftliches Unternehmen damit entscheidet? Wie verträgt sich das mit der Würde vielleicht auch und mit Vorstellungen von Pietät? Was ist, wenn diese Avatare manipulieren und Trauernde dann in so eine Art Scheinwelt abdriften? Also alles, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, wird da auch gesagt. Man muss aber auch hier immer wieder überlegen, an was denken denn Menschen, wenn sie diese skeptischen Haltungen zum Ausdruck bringen. Also meistens ist es dann schon eher dieses extreme Bild von einem Avatar, der mit generativer KI neue Inhalte konstruiert und der dann auch so sein Eigenleben entwickelt. Das ist ja das Extremszenario. Das ist durchaus realistisch. Aber man darf nicht vergessen, es gibt ja auch noch mal andere Anwendungsfelder, die vielleicht weniger hochtrabend sind, wo vielleicht auch kein neuer Inhalt erstellt wird, sondern auch mit Originalmaterial einfach nur gearbeitet wird, das dann eben auch wieder mit KI passend zu meiner Frage abgespielt wird. Das ist vielleicht noch mal was anderes. Und Wenn zum Beispiel die verstorbene Oma abends noch mal eine Geschichte den Kindern vorliest. Zum Beispiel. Oder das gibt ja bestimmte Sprachassistenten, die dann vielleicht, oder was heißt vielleicht, das wird teilweise ja auch schon umgesetzt, dass dann die Stimme nicht mehr eine unpersönliche Stimme ist, sondern die Stimme von einer verstorbenen Person. Da muss man dann auch wieder fragen, ist das nicht was anderes? Also geht es dann auch wirklich hier um Trauerverarbeitung, wenn jetzt die Gute-Nacht-Geschichte von der Stimme der verstorbenen Großmutter vorgelesen wird? Oder ist das vielleicht noch mal was, ich sage jetzt mal was eher Spielerisches, wo es vielleicht auch gar nicht so sehr um Trauer und Erinnerungen geht, sondern vielleicht einfach nur, ist vielleicht einfach ein schöner Gedanke? Also muss das ganze Thema immerzu mit so einer Bedeutungsschwere aufgeladen werden oder gibt es nicht auch wesentlich
Wesentlich, ich sage jetzt mal, harmlosere Varianten, die nun vielleicht auch gar nicht so extrem problematisch sind. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wen man da fragt und wie man das Ganze letzten Endes nutzt und welche Erwartungen man auch hat an die Anwendung. Was denken Sie denn, wie wird diese Digitaltechnik das religiöse Leben beeinflussen? Nun könnte man sich ja auch vorstellen, man lässt mal einen Jesus-Avatar erstellen. Also es gab schon auf dem Kirchentag in Nürnberg gab es einen Gottesdienst, der wurde auch nur von künstlicher Intelligenz, von Avataren gehalten. Das war schon mal so ein erster Schritt in die Richtung. Aber ja, man könnte ja auch Jesus erstehen lassen. Oder auch viele Jesusse. Jeder seinen eigenen privaten Jesus. Aha. Gut, jetzt hat Jesus, soweit ich weiß, nicht allzu viele digitale Daten hinterlassen in seiner Lebzeit. Aber ich weiß, was Sie meinen. Da gibt es durchaus Vorstellungen, dass man bestimmte Figuren dann auch wirklich einen digitalen Körper gibt oder eine digitale Existenz verleiht. Das kann man ja überlegen, wer da alles in Frage kommen würde. Also das religiöse Leben könnte dadurch natürlich auch mit beeinflusst werden, zumal es ja doch durchaus gewisse Parallelen gibt zwischen einer religiösen Lebenshaltung und dieser Idee des digitalen Weiterlebens. Also es geht ja in beiden Fällen auch um Transzendenz, also um ein Leben nach dem Leib, wenn man das so nennen möchte, ein Weiterleben in einer körperlosen Sphäre und dann vielleicht sogar für immer, in Anführungszeichen. Also da sind doch ähnliche Grundbedürfnisse, die dahinterstehen. Jetzt könnte man natürlich fragen, ist denn dieses digitale Weiterleben so eine Art säkularisierte Variante dieses Grundbedürfnisses? Also das finde ich ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Mhm. Finden Sie, da ist es so ein säkularisiertes Jenseits sozusagen? Ja, man kann es zumindest so lesen. Also wenn man nun wirklich sagt, es geht darum zu sagen, der Tod ist nicht das Ende. Ja. Und ein Leben ist nicht zu Ende, wenn der Körper nicht mehr da ist. Also es gibt durchaus die Deutungsangebote, das Ganze so zu verstehen. Die Frage ist natürlich langfristig, ob Menschen das tun werden. Ob man jetzt wirklich sagt, wo früher Gott war, ist jetzt die KI. Da muss man einfach noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, um das wirklich empirisch abgesichert beurteilen zu können. Dann nicht mehr Vater unser, sondern KI unser oder sowas. vielleicht. Ja. Was könnte denn helfen jetzt in der Sache? Brauchen wir vielleicht eine Kennzeichnungspflicht? Weil es gibt ja jetzt schon KI-generierte Fotos, wo man dann irgendwie dazu schreiben muss, das ist jetzt neulich mal das Foto vom Papst in so einem weißen Mantel, was er da niemals tragen würde oder wahrscheinlich nicht tragen würde. Ja. Wobei manche haben es ihm ja zugetraut und dann war es gut, dass man geklärt hat, das ist jetzt ein KI-Foto. Mhm. Wäre das eine Hilfe bei diesen digitalen Zwillingen und bei dieser ganzen Geschichte? Kennzeichnungspflichten, dafür plädieren wir auch in unserem Forschungsprojekt. Das ist so eine Empfehlung, die wir da geben. Also aktuell, wenn wir jetzt an Avatare von Verstorbenen denken, ist es noch relativ leicht, das voneinander zu unterscheiden. Aber diese Unterscheidbarkeit wird immer schwerer. Je besser die Technologie wird, je mehr Daten zur Verfügung stehen. Und irgendwann weiß man es vielleicht gar nicht mehr. Ist es jetzt ein Mensch da vor mir, der noch lebt, der irgendwann mal gelebt hat oder der vielleicht sogar nie gelebt hat? Wer kann das dann noch wirklich beurteilen? Und da wäre eine Kennzeichnung schon hilfreich, dass vielleicht auch der Avatar einer verstorbenen Person eben nicht so tut, als wäre er diese Person, sondern dass er durchaus auch sagt, die Person ist tot, ich bin jetzt eine digitale Repräsentation, um dir in dem Fall vielleicht durch deine Trauer zu helfen. Also ist ja auch die Frage, wie sich dieser Avatar zu der verstorbenen Person positionieren sollte. Kennzeichnungspflichten wären da schon wichtig. Die Frage ist natürlich immer, was die Mediennutzenden daraus machen. Also es ist ja durchaus möglich, dass man diese Kennzeichnung hat, dass ich sehr wohl weiß, ja, das ist jetzt nicht dieser Mensch, aber irgendwas in mir will es trotzdem glauben und es macht ja trotzdem was mit mir. Es ist ein großer Unterschied, ob das jetzt eine Person ist, ein Avatar von einer Person, die ich nicht kenne, oder ob das wirklich eine Person ist, die mir sehr vertraut ist und genauso aussieht, genauso spricht, gleicher Stimme und so vielleicht weiter. Vielleicht auch noch riecht irgendwann genauso. Wer weiß. Und da wird's das dann schon was anderes als nur im Fotoalbum zu blättern. Das ist auf jeden Fall was anderes. Ja. Denkt man an so Hologrammverkörperungen und so weiter. Ja. Dann sitzt vielleicht der verstorbene Großvater tatsächlich dreidimensional mit am Tisch. Und dann hat man zwar diese Kennzeichnung, aber ist halt die Frage, wie viel das dann am Ende bringt, weil irgendwas ist dann doch vielleicht nicht ganz so rational und dann will man es vielleicht auch einfach glauben. Und die Frage ist auch, ist das immer ein Problem? Also was ist denn das, ist das immer ein Problem, wenn man in dieser Abbildung vielleicht auch mehr sieht, wenn man sagt, ist doch irgendwie trotzdem schön in dem Moment. Aber wie gesagt, eine sehr, sehr individuelle Sache. Man kann jetzt hier nicht, zumindest jetzt auch noch nicht, gesichert sagen, dass das jetzt prinzipiell was Gutes ist oder prinzipiell was Schlechtes. Aktuell müssen wir uns mit der Antwort begnügen. Es kommt drauf an. Muss ich vielleicht auch mal irgendwann im Testament regeln? Nein, ich will gar keinen digitalen Avatar von mir.
würde ich Ihnen empfehlen. Also wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie kein Avatar werden wollen, dann schadet es nicht, das durchaus auch Kunst zu tun. Aha. Denn wenn Sie es nicht sagen, irgendwann ist es vielleicht zu spät und dann passieren da Dinge, die Sie jetzt gar nicht so gern hätten. Also dazu raten wir auch. Das ist ganz wichtig, auch mit seinen Angehörigen darüber einfach zu sprechen, überhaupt erst mal nachzufragen, ist das überhaupt denkbar für dich als mein Angehöriger? Würde dir so ein Avatar weiterhelfen? Oder ist das nicht eher eine Belastung für dich, weil du sagst, mit meiner Trauer möchte ich eigentlich ganz anders verfahren? Mhm. Also das ist das A und O, darüber zu sprechen. Und natürlich auch, das in irgendeiner Weise schriftlich zu fixieren, dass, falls die Frage wirklich aufkommt, möchte ich ein Avatar werden oder nicht? Oder vielleicht habe ich ja auch schon ganz konkrete Vorstellungen, wie mein Avatar sein soll oder wie er nicht sein soll. Je mehr Sie da zu Lebzeiten kundtun, umso besser. Das heißt, Sie würden auch sagen, jeder Mensch hat das Recht, auch vergessen zu werden? Es wäre zumindest wünschenswert, wenn Menschen selber entscheiden könnten, was mit ihren Daten passiert. Ob das jetzt gleich ein Vergessen werden wollen, ist ja immer die Frage. Also nur wenn ich jetzt sage, ich möchte kein Avatar werden oder ich möchte nicht, dass irgendwelche Profile von mir da noch darum geistern, heißt es ja nicht immer, dass ich vergessen werden will. Zumal am Ende entscheidet ja ohnehin die Nachwelt darüber, ob ich vergessen werde oder nicht. Insofern kann ich das zu Lebzeiten ja ohnehin nur bedingt steuern. Also was meine Angehörigen mit meinem Andenken machen, ist letzten Endes Sache meiner Angehörigen. Ich muss in dem Fall in Anführungszeichen nur sterben. Die anderen müssen aber gucken, was dann mit dem Rest sozusagen passiert. Ja, und die haben ja auch den Trauerprozess, den sie irgendwie bewältigen müssen. So ist es. Je nachdem, wie sie wollen. Ja. Mhm. Ja, die Gretchenfrage zum Abschluss natürlich. Wie halten Sie es mit einem Avatar? Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht? Wollen Sie einen digitalen Zwilling von sich erstellen lassen? Ich zögere da so ein bisschen. Also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt sterben müsste, würde ich sagen, ich habe jetzt nicht so den inneren Antrieb zu sagen, da muss jetzt ein Avatar von mir entstehen, der dann alles, was ich so zu Lebzeiten gemacht habe, dann nochmal reproduziert. Wenn ich noch ein bisschen länger hier sein dürfte, könnte es ja durchaus sein, dass sich meine Interessen auch verändern. Die Technik verändert sich, die Frage nach Datensicherheit verändert sich. Also unter gewissen Umständen könnte es vielleicht doch sein, dass ich irgendwann mal sage, ja, warum nicht? Vor allen Dingen müsste auch ich da mit meinen Angehörigen sprechen. Also wenn die jetzt zum Beispiel sagen würden, um Gottes Willen bloß nicht, was bringt mir ein Avatar, wenn es keinen gibt, der ihn nutzt? Insofern ist da noch einiges auch an Verhandlungen notwendig. Reden wir noch mal in 5 Jahren drüber. Vielen Dank jedenfalls für dieses interessante Thema Digital unsterblich durch künstliche Intelligenz. Das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Vielen Dank für Ihr Interesse. Sie können die Sendung auch nochmal nachhören als Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.